Es ist kurz nach 4 Uhr morgens und es gibt so Tage, da fragt man sich einfach, warum mache ich das alles hier? Und dann kann man einfach wirklich nur hoffen, dass es sich lohnt, so früh aufzustehen. Aber wir machen es ja tatsächlich gerne. Wir sind jetzt angekommen an dem Parkplatz, wo es dann gleich losgehen soll, wo wir uns treffen. Die Jungs sind noch nicht da, aber es ist auch noch 5 vor mittlerweile, also 5 vor 5. Wenn die da sind, werden wir erstmal Hallo sagen, weil einer von denen, der hat heute einen ganz besonderen Tag und den werden wir ganz besonders natürlich auch begrüßen. Guten Morgen! Na, alle ausgeschlafen? Natürlich nicht. Wie soll das gehen um die Zeit? Hi, Fabian. Grüß dich da. Ach, hi. Das gibt's ja nicht. Grüß dich. Mein Lieber, und alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Dankeschön. Sehr schön. Oder haben wir jetzt das erste Tickets gewunden? Da liegt das andere, oder? Ja, da liegt das andere. Fabi ist jetzt 3 Meter davor, 2 Meter, 1 Meter. Und jetzt müsst ihr es sehen. Habt ihr? Jo. Wunderbar. Da haben wir das erste Kitz gefunden. Erste Wiese, erstes Kitz. So, wir haben jetzt die erste Wiese überflogen, auch gleich ein Kitz gefunden, eins war schon mit der Ricke, ist rausgegangen, also alles super gelaufen, die Wiese ist jetzt frei, jetzt zur nächsten. Gut, dann fahren wir weiter, wir fahren nur hier ein bisschen die Straße hoch, ja. Was wir uns dann angeguckt genau. Haben, quasi vor dem Rapsstück. Machen wir. Quellenkritische Einleitung. Muss gleich noch... Ja, in der 5. und 6. Und dann morgens um die Uhrzeit, wenn deine Lehrer wüssten, was du machst, du sollst das zu Hause lernen, weißt du doch. Ja, egal, das erste haben wir. Ich glaube, da kann man richtig froh sein. Also ich bin zumindest froh, dass wir eins gefunden haben. Wir gucken uns jetzt erstmal die nächste Wiese an. Gehst du wieder mit? Ja, hoffen wir mal, dass wir wieder eins finden, ne? So machen wir das. Top, danke dir. Das ist schon mal Marike. Könnte sein, dass also ein Kitz in der Wiese drinne liegt. Sehr oft so. Und das nächste. Fertig machen. Zweite Wiese, zweites Kitz. Wahnsinn. Joa. Oh, der alte Mann hier. We'll be right back.
abends. Das ist noch. So, nochmal ein Kopf an die Seite. Ja, wir haben jetzt hier Gras genommen, damit das Kitz unseren Geruch nicht annimmt. Ja, jetzt haben wir es im Karton, werden das gleich schön in den Schatten stellen, an den Waldrand. Und dann nach 3 bis 4 Stunden, wenn die Wiese gemäht ist, werden wir das Kitz wieder freilassen, mit einem guten Gefühl den Tag starten und dann freuen wir uns. Nummer 2 ist auch im Kasten. Das ist, als ob ich in Wasser laufe hier. Tu mal bitte einen Gefallen, flieg mal bitte über den Raps rüber, ich will wissen, ob hier Sauen drin sind. Ja, sauer, dann weiß ich, wo ich die nächsten Nächte mal verbringen kann. Fahren jetzt noch zur nächsten Wiese, 2 Stück haben wir da vorne noch, auf geht's. Gut, dass du die, hier pass auf, die Antenne. Was ist die Antenne? Wenn die abschauen? Die kannst du. Aber dann habe ich keinen Empfang mehr für Radio Niedersachsen. Lass ich dran, weiß nicht, lass ob dran. Ich die jemals abkriege oder lass wieder dran. Lass dran, lass dran. Runterfahren, dann müssen wir nicht über die komplette Wiese laufen. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Kommt drauf an, mit welchem Auto wir da runterfahren. Der wird nicht wieder rauskommen. Jo! Ja. Ein Akku reinmachen, das ist riesig. Auch wieder die Ricke in der Wiese gestanden. Sehr typisch, dass dann auch die Kitze in der Wiese. Komm her, mein Bärchen. Hier in dieses wundervolle Mobil. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil die Akkus nicht allzu lange halten. Die Jungs haben zwar 6 Akkus dabei, aber wir wissen ja, die haben noch ein paar mehr Einsätze heute. Deshalb heißt es jetzt Gas geben. Die beiden gehen schon mal gucken, da liegen wieder 2 Kitze. Die Ricke ist gerade schon abgesprungen. Jetzt heißt es erstmal schnell die Kitze holen, beiseite bringen und dann zur nächsten Wiese. So, das ist jetzt Nummer 3, da unten Nummer 4. Ja, heute ist, das muss man sagen, es sind echt viele Kids jetzt. Also, es geht voran. Und auch die sind jetzt sicher vorm Mähwerk. Wieder sehr schön. Läuft. Läuft so weiter. So, Kids 3 und 4 sind auch in der Kiste sicher verstaut vorm Mähwerk. So kann es weitergehen. Wir werden mal sehen, was jetzt in der letzten Wiese noch drin ist. Ich bin guter Dinge. Aber es läuft ja schon mal. Raus, guck mal, der hat sich festgesogen. Ach du Scheiße. Ich kann das alles nicht. Ich komme da nie wieder raus. Guck mal. Oh, die muss ich abschneiden. Keine Chance.
So, die letzte Wiese ist jetzt auch abgeflogen. Wir haben noch zwei Kitze fündig gemacht. Wir bauen jetzt noch die Kartons und alles auf, gehen jetzt in die Wiese rein, retten dann die Kitze. Der Landwirt mäht parallel auch schon, also sind perfekte Voraussetzungen. Ja, wir freuen uns. Jetzt kriegen wir gerade direkt den Hinweis, es gibt sogar noch ein drittes Kitz, das heißt, wir müssen noch einen Karton aufbauen. Nils macht das schon echt gut, allerdings muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, je mehr Kartons er aufbaut, umso komplizierter wird das Ganze. Wir drücken ihm die Daumen, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Nils, wir glauben an dich. Danke. Aber es ist schon offen los. Da sind frei, ne? So, dann der zweite Trupp gleich zum nächsten, bitte. So, wo geht's weiter? Jetzt funkst du ihn mal an, wo die nächsten sind. Toro, wo ist das zweite? Ich gucke gerade, kann aber auch sein, dass ein Hase war, aber ich glaube nicht. Alles klar, wir gehen hin. Koordinier mal, Fabi. Eins. Warte, Fabi. Da ist es. Jo, jetzt haben wir hier das nächste Kitz. Das dritte ist schon in der Wiese hier. Obwohl sie eingezäunt ist. Aber hier, gut zu sehen, das nächste Kitz. Es läuft. Das eine war ein Fuchs, aber ich nicht vertraue. Tut mir leid. War nix. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr erfolgreicher und aufregender Tag. Auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Unser Drohnenpilot. Dafür sind wir da, ne? Ja, genau, unser Drohnenpilot, das Geburtstagskind und der Kleinste in der Familie, hätte ich fast gesagt. Ich bin wirklich froh, dass sie da waren. 6 Kitze konnten wir letzten Endes beiseite räumen. Jetzt warten wir, dass der Landwirt erstmal fertig ist mit dem Mähen und dann werden die wieder zurückgesetzt. So ist es nämlich. Das mache aber ich, weil ihr... Du? Wir müssen jetzt weiter. Wir müssen weiter. Wir haben noch ein paar Wiesen vor uns. Viel Erfolg euch. Danke. Danke. Ja, der Landwirt ist schon fleißig am Mähen. Jetzt können wir schon mal die ersten 1-2 Kitze wieder zurücksetzen. Den Rest machen die Jungs dann noch heute Nachmittag. Man sieht aber wieder, wie wichtig das ist, dass die Wiesen abgeflogen werden. Alleine schon hier bei uns im Revier jetzt 6 Stücke. Ich will nicht wissen, wie viele die Jungs tatsächlich dann heute noch retten, und es lohnt sich einfach, und ich kann jedem nur empfehlen, wer sich engagieren kann. Das ist ein Erlebnis, das sollte man unbedingt mal mitgemacht haben. Also auf geht's, alle Mann raus auf die Wiesen. Das war diese Folge Dorfkind, ein Jäger aus Mittelrode. Mein größter Dank geht an das Drohnenteam Springe, die diesen Film hier überhaupt möglich gemacht haben. Und deshalb folgt den Jungs auf Instagram, die freuen sich mit ganz großer Sicherheit. Und ihr könnt mir mal hier in die Kommentare schreiben, was ihr so Besonderes bei der Kidsrettung erlebt habt. Wart ihr selber draußen? Habt ihr vielleicht ein eigenes Drohnenteam? Habt ihr irgendetwas Besonderes erlebt? Ich freue mich davon zu lesen hier in den Kommentaren. Und dann könnt ihr auch gleichzeitig mal ganz schnell den Kanal abonnieren. Könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.